Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Stadträtinnen und sehr geehrte Menschen hier im Saal und draußen im Netz. Ich bin Anne Herperz, Studentin und Tutorin für Studierende an der Technischen Universität Dresden. Mitte November durfte ich dankenswerterweise bei der Anhörung zum Antrag neben Vertreterinnen von verschiedenen sozialen Trägern und der Verwaltung schon sprechen. Meine damalige Präsentation zur Situation von Studierenden können Sie auf der Website der Dissidenten einsehen und bei Fragen zu Zahlen und Fakten gerne noch hier im Raum auf mich zukommen. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin massivst enttäuscht. Bei der Anhörung im November vor 5 Monaten wurden bereits viele, auch konkrete Bedarfe aus verschiedenen sozialen Bereichen genannt und trotzdem ist es bei diesem bescheidenen Prüfauftrag geblieben. Bis heute, 2 Stunden vor der Sitzung, reichte die linke Fraktion plötzlich einen Antrag ein und forderte Geld für Studierende. Wir haben aber seit 2 Jahren nun eine Pandemie. Wozu war eigentlich die Anhörung, wenn es beim Prüfauftrag geblieben ist? Ich frage mich ganz ehrlich, was genau die antragstellenden Fraktionen davon abgehalten hat, konkrete Maßnahmen als Ergänzungsantrag dranzuhängen. Das hat nun die Dissidentenfraktion getan, übrigens als Ergänzungs- und nicht als Ersetzungsantrag. Sie beantragen, wie in meinem Vortrag damals erbeten, eine Umzugsbeihilfe für Studierende und auch Auszubildende, ähnlich wie die damals existierende, wieder einzuführen. Diesmal jedoch aus anderen Gründen. Die Corona-Krise hat überall ihre Spuren hinterlassen. Viele Studierende haben ihren Job verloren, haben bereits fast 2 Jahre zu Hause vor dem Rechner verbracht. Finanzielle Mehrausgaben waren nötig, der Kontakt zu Menschen fehlt. Und, das ist mit der wichtigste Punkt, es sind einige gar nicht erst in ihre Studienstadt gezogen. Ich habe Kommilitonen, die in anderen Teilen Sachsens, aber auch in Brandenburg, in Thüringen oder auch in Bayern wohnen geblieben sind, weil es sich doch gar nicht lohnt, nach Dresden zu ziehen, wo man auch im Haus der Eltern vorm Rechner sitzen kann. Die Corona-Pandemie wird sich, auch wenn ich es nicht hoffe, noch weiter hinziehen. Auch bei den Auszubildenden sieht die Situation nicht viel besser aus. Fehlende Kontakte in den Unternehmen und zu anderen Auszubildenden sind auch hier an der Tagesordnung. Finanzielle Mehrausgaben waren nötig. Ein Umzug kostet schließlich extra Geld und Aufwand und an genau dieser Stelle kann und muss auch entlastet werden. Es sollte uns auch der Rückgang der zugezogenen Personenzahlen 2020 und 2021 alarmieren, der sich auch entgegen möglicher Erwartungen nicht stabilisiert oder umkehrt. Besonders in den Sparten Zuzüge aus den neuen Bundesländern und aus dem Rest Sachsens zeigt sich der Rückgang in den letzten 2 Jahren am stärksten. Und genau von dort kommen ja die meisten Studierenden und Auszubildenden. Dresden schrumpft also gerade. Erst vor kurzem haben sich viele Studis in meinem Tutorium geäußert, dass sie momentan noch zu Hause bei den Eltern sitzen und jede und jeder kannte Studentinnen, die nicht nur nicht ausgezogen, sondern sogar zurückgezogen sind und im Worst Case sogar die Uni gewechselt haben. Und wir sehen auch einen Rückgang in den Studierendenzahlen, beispielsweise an der TU Dresden, ganz besonders bei den Studienanfängerinnen. Das würde uns als Stadt auf lange Sicht gesehen in massive Problemlagen stürzen. Wer nicht zum Studieren hierher zieht, wird auch nicht zum Arbeiten hierbleiben können oder später hierher ziehen. Die Umzugsbeihilfe ist also ein klarer Anreiz, doch endlich in die Landeshauptstadt zu ziehen. Dresden muss seinem Titel als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort gerecht werden, indem sie sich in der Pflicht sieht, zuziehende Studierende und Auszubildende nicht nur verbal willkommen zu heißen, sondern auch finanziell bei diesem Schritt zu unterstützen. Und besonders in dieser Krisenzeit muss die Stadt aktiv dafür sorgen, dass Dresden trotz der schwierigen Umstände attraktiv bleibt. Die Umzugsbeihilfe ist also nicht nur ein finanzieller Anreiz bzw. eine finanzielle Entlastung, sondern auch ein symbolisches Zeichen. Sie haben also heute die Möglichkeit zu zeigen, dass Ihnen die Interessen und Anliegen von Studis und Azubis sowie die Zukunft unserer Stadt was wert sind. Außerdem ist es eine ganz konkrete Möglichkeit, etwas für die Situation einiger, auch zukünftiger Studierender und Auszubildender zu tun. Wenn sich hier nichts ändert, sieht es in der Zukunft noch finsterer aus. Ich bitte Sie also wirklich inständig, diesem Ergänzungsantrag heute zuzustimmen. Als Stadträtinnen haben Sie jetzt die Verantwortung. Denken Sie also bitte an die Studis und Azubis, die seit 2 Jahren bei ihren Eltern vorm PC hocken, darauf wartend, sozial aus der Krise zu kommen und nicht noch länger warten wollen. Danke an die Personen, die sich schon lange für die Umzugsbeihilfe stark machen und für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen.